Heidiho, meine Lieben, und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession? Nein, nicht so ganz. Da war ich jetzt ein bisschen durcheinander im Konzept. Nee, in einem neuen Let's Take a Look. Ja, es ist wieder soweit. Ich habe mich entschieden, ey, ich habe mal wieder richtig Bock auf Let's Take a Looks. Und darum gibt es jetzt mal wieder eins. Und zwar, das gute Spiel heißt Vertical Drop Heroes HD. Ganz fix ein paar Infos, dann springen wir ins Spiel hinein und dann werde ich euch nochmal im Spiel natürlich ein bisschen was zum Spiel erzählen. Aber das Spiel erschien 2014 im Juli durch Nerdic, oder Nerdic Productions, wie auch immer sie heißen. Wir haben am Anfang das Logo gesehen. So wie ich das gesehen habe, ist das tatsächlich eine einzelne Person nur. Und vermarktet werden sie von Digirati Distributions, die so ein bisschen, glaube ich, ganz viele Indie-Spiele vermarkten und so ein bisschen sich die alle einkaufen. Da gibt es einige Titel. Gibt auch einen Newsletter, oder man landet, oder ich bin in so einem Newsletter von denen, wo ich dann auch immer Infos zu so Spielen kriege halt. Oh, krass, kleiner Huster, tut mir leid. Bekam die Möglichkeit, eine, genau, ich bekam, meine Güte, jetzt lese ich meine Notizen, die stichwortartig sind, einfach so ab, statt in Sätze zu formulieren. Nein, ich bekam die Möglichkeit, eine Steam-Review-Version zu bekommen, direkt zum Release des Spiels damals. Wie gesagt, ich war halt in dem Verteiler und dann machen die einfach so von wegen hier 25 Steam-Reviews, die schnellsten kriegen halt eine. Und ich habe mir damals gesagt, so, nee, ach, weiß ich nicht, ist das Spiel was? Ich war irgendwie nicht so richtig gecatcht davon, hab's dann später in einem Steam, Sale mir geholt und hab mir gedacht, ja gut, unterstützt du mal ein bisschen, jetzt guckst du es dir halt mal an, ist dir ja schon, ne, schon länger irgendwie im Gedächtnis geblieben. Und ja, hab dann bereut, dass ich nicht direkt bei der Review-Version zugeschlagen habe. Also, aber dazu kommen wir gleich. Das Spiel ist von Digirati Distributions in der Steam-HD-Version raus oder vermarktet worden. Es gab vorher aber eine Flash-Game-Version, die ist 2010 das erste Mal aufgetaucht. Die unterscheidet sich auch enorm. Also ich werde mal eine von den, also von irgendeiner Seite, die mir jetzt so unterkommt, werde ich einfach mal so den Link zu dem Flash-Game in die Videobeschreibung packen, dass ihr da einen Eindruck euch gewinnen könnt. Aber ihr werdet sehen, es ist schon echt ein enormer Unterschied. Ein bisschen wie Tag und Nacht. Im Gegensatz zu dem, wie es jetzt ist. Jetzt ist es ein typischer Roguelike, prozedural generiertes Indie-Spiel-Dingen, was ja momentan irgendwie auch der heiße Scheiß und die große Welle ist, ne? Irgendwie gefühlt jedes zweite Indie-Spiel ist ein Roguelike, prozedural generiertes Dingenskirchen, Kacken, Scheiß, Kuchen, Pustekuchen. Was rede ich hier? Keine Ahnung, also auf jeden Fall so ein Spiel. So. Die Prophezeiung ist so ein bisschen die Story des Spiels. Wir werden die jetzt nicht durchlesen. Ihr könnt aber gerne hier pausieren und sie euch durchlesen. Ich gehe lieber direkt ins Spiel hinein. Und wir sehen auch schon, wir haben die Wahl zwischen drei Helden. Diese drei Helden tauschen sich jedes Mal aus. Also jedes Mal, wenn man verreckt, sind neue Helden hier. Beziehungsweise beim ersten Mal sind es drei verschiedene. Wenn man verreckt, dann kriegt man quasi den Helden, den man gewählt hat, hier auf dem ersten Slot nochmal. Und dann einfach zwei zusätzliche noch. Sie unterscheiden sich in der Waffenart, in den Schadenswerten, in den Lebenspunkten und wir sehen es da unten so ein bisschen in den Bonis. So hat zum Beispiel Rotfang hier plus Reichweite, plus Rückschlag, aber weniger Schaden. Witchwein dagegen zum Beispiel hat 24 Bolzen und hat ein bisschen weniger Leben aber. Und Thornshaker ist ein Plünderer, der kriegt nämlich bei jeder Tötung, also wenn der Gegner eintütet, nein, bei jeder Tötung kriegt er nämlich zusätzlich Leben halt. So, daneben haben sie halt Bonusangriffe. Die sehen wir hier: Blitzschlag, alles öffnen, zum Beispiel hat er hat Stampfen und Sandwürmer und er hat Pfeile und Todespuppe. Die liegen halt auf zwei der Karten, der Buttons. Ich habe nämlich ein. Wie heißt denn das? Ich habe ein Gamepad. So, meine Güte, ich bin heute voll in der Wortfindungsstörung. Ich spiele per Gamepad. Dementsprechend brauche ich nicht C und Z, sondern habe hier einfach meine Buttons. Und dann gibt es noch so zwei passive Fertigkeiten, die ich nicht aktivieren kann, wie Raffinesse, Schlitzohr, Agil, Schlüsselmeister. Hier nochmal Raffinesse oder Mörder. Wir sehen, die Sachen können sich halt doppeln, wie Raffinesse jetzt zum Beispiel. Sind aber sonst immer durchmischt, also
das sind halt, es gibt so ein Pool an Fähigkeiten, die man sich im Laufe des Spiels auch erst freispielen muss, aus denen dann einfach zwei gewählt werden für den Charakter. Ich könnte jetzt sogar einen Reroll machen, das heißt, andere Charaktere mir anzeigen lassen, aber ich entscheide, kostet mich dann halt nur 5 Münzen, ich entscheide mich jetzt aber für Thornshaker. Obwohl, nee, die Fähigkeiten Pfeile und Todespuppe sind echt nervig. Aber Mörder mit Plünderer ist halt schon eine coole Sache. So, was haben wir denn hier bei dem? Agil ist halt auch cool. Ach komm, ich nehme jetzt den Witchwein. Den kenne ich noch nicht. So, hier, das ist quasi unser Anfangsbereich, wo wir halt immer wieder auftauchen. Und wo wir auch uns verbessern können. Also hier zum Beispiel gibt es Charaktere, die uns ein bisschen was über unsere Fähigkeiten erzählen. Und dann gibt es hier halt einen Schmied, der macht jedes Mal, wenn ich wir halt bezahlen, das werde ich jetzt zum Beispiel machen, wird unser Damage-Wert für jede Reinkarnation oder für das zukünftige Spiel halt immer besser. Das gleiche gibt es hier drüben mit dem Leben, über den Apotheker. Sandwürmer beschwören, okay, stampfen will ich nochmal kurz gucken, kann ich mich gerade nicht erinnern. Ah, okay, kleine Schockwelle. Dann gibt es hier noch den Mönch. Der sagt uns quasi im Grunde nur, wie viel wir schon freigeschaltet haben. Hier unten sehen wir so die Monolithen, wo man sieht, welche Sachen halt schon freigeschaltet sind, wie zum Beispiel agil, gierig, Schlüsselmeister, Stampfen, Feuerball, Eisblitz, Bumerang und lauter solche Sachen. Man sieht schon, ne, man kann hier ganz viel freischalten. Ich habe hier teilweise schon komplette Sets. Hier habe ich zum Beispiel dagegen noch gar nichts freigeschaltet. Das ist zum Beispiel, absolviere mindestens 3 Level im Pazifisten-Modus, den erkläre ich gleich, in einer Runde, um den Knochen durch freizuschalten. Das wäre zum Beispiel eine zusätzliche Waffe, die ich freischalten kann in diesem Spiel. So, dann gibt es hier noch diesen Typen, der lässt mich ebenfalls etwas verbessern. Wenn ich hier kaufe, dann kriege ich nämlich einen höheren Pazifisten-Bonus. Den zeige ich euch gleich. Hier kann ich ins Level einsteigen. Hier dagegen kann ich zum Beispiel mich in Level rein teleportieren. Dafür muss ich quasi in speziellen Leveln, also je tiefer oder je weiter ich komme, irgendwann gibt es einen Punkt, wo so ein grüner Kristall ist. Und wenn ich den aktiviere, das kostet dann Geld, dann kann ich über diesen Kristall mich genau in dieses Level nämlich wieder rein teleportieren. Das heißt, ich kann mir auf die Weise so ein bisschen das Vorankommen im Spiel erleichtern, weil ich nicht immer wieder von Null oder vom ersten Level anfangen muss, sondern irgendwo mittendrin einsteigen kann im Laufe der Zeit. Ich werde jetzt aber nochmal von ganz vorne spielen, um euch das Spiel halt näher bringen, worum geht es in Vertical Drop Heroes. Der Name bei Vertical Drop Heroes ist eigentlich Programm. Wir fangen in einem Level an, ganz oben, und müssen uns runterarbeiten. Da gibt es Blöcke wie hier diese Kisten, die mit der Zeit auseinanderbrechen. Es gibt Blöcke, die zerstörbar sind durch Fähigkeiten, zum Beispiel diese Erdklumpen, lassen sich durch so Feuerangriffe oder sowas zum Beispiel vernichten. Die Steine dagegen bleiben relativ stabil. Hier sehen wir, es gibt Charaktere, die man befreien kann, die helfen einem dann, kostet mich einen Schlüssel. Ich habe aktuell durch meine Fähigkeit Schlüsselmeister 5 zu Beginn. Dann gibt es hier Truhen, wenn ich nach unten drücke, dann kann ich die quasi aufbrechen und mir Sachen daraus holen. Und ihr seht schon, ich habe hier schon Moves, zum Beispiel wenn ich mich runterfallen lasse, dann um hier wieder so hoch zu springen. Ihr werdet später sehen, dass das tatsächlich eine sehr sinnvolle Sache ist. Wobei ich momentan durch Agil den Nutzen habe, dass ich zweimal springen kann und dadurch generell höher komme. Dann haben wir hier diese kleinen blauen Kugeln. Solange ich keinen Gegner Schaden mache, kann ich die einsammeln. Die geben mir dann Erfahrung und Gold. Das sind diese Pazifistenkugeln, wo dieser Bonus zum Beispiel ist. Von wegen, wenn ich 3 Level hier schaffe, von wegen, ne, dann würde ich da so diesen Knochendolch freispielen und solche Geschichten halt. Ganz ehrlich, ich habe mit diesen Pazifistenkugeln noch kein einziges Level, weil irgendwann komme ich immer an den Punkt, wo ich halt einen Gegner bekämpfe. Wenn mein Charakter auf einen Gegner stößt oder halt ihm zu nahe kommt, dann bekämpft er ihn automatisch. Ich kann aber auch gezielte Angriffe, wie hier, absolvieren. Ansonsten, wie gesagt, sind die Kämpfe von selbst. Dann gibt es noch diese Heiligtümer, wo ich gegen Geld Fähigkeiten oder Dinge aktivieren kann, wie jetzt zum Beispiel hier so ein Blitz, der meine Gegner alle bekämpft. Und dann gibt es immer mal wieder NPCs, die im Laufe meiner Reise auftauchen und die Aufgaben haben. Hier zum Beispiel möchte der, dass ich seine 3 grünen Tränke finde. Und wenn ich das halt schaffe und sie ihm bringe, dann wird er meine maximalen Lebenspunkte um 10 Punkte erhöhen. Da haben wir schon den ersten grünen Trank.
So, jetzt kletter ich hier rüber, um hier drüben noch abzukassieren. Das Ding müsste ich eigentlich auch mit dem Schlüssel öffnen. Ich hatte das Glück, dass hier eine Truhe war. Die konnte ich dann so öffnen. So, Heiligtum der Flucht ist ganz cool. Dann können wir nämlich fliegen, bis wir getroffen werden. Das werde ich jetzt aktuell noch nicht auslösen. Das kann man später nämlich ausnutzen für sich. Und dann haben wir hier noch diese Wachposten. Das sind diese Flaggen. Wenn ich da nämlich lande, dann wird Alarm ausgelöst und es spawnen weitere Gegner. So viel erstmal der Erklärung. Ein ganz schön krasser Regelset an Dingen, die man beachten kann, beachten sollte, beachten muss. Man lernt im Laufe dieses Spiels, lernt man halt wirklich so ein paar Manöver auch. Man lernt zum Beispiel, sich irgendwo so fallen zu lassen, um dann so auf der nächst höheren Ebene wieder zu landen. Oder man lernt halt wirklich hier mit dem Agilsprung, Moment, na komm, sich wieder so hoch zu arbeiten. Wie gesagt, lauter solche kleinen Tricks und Kniffe, weil man, wenn man zum Beispiel jetzt hier ne, runtergeht und die Tränke aufsammelt, der Magier ist ja oben, man muss ja irgendwie wieder zu ihm kommen, um den Bonus zu kriegen. Wenn man jetzt nicht den Vorteil hat, dass man diesen agilen Move hat, dass man, oh, da oben glitscht sich der Zombie da durch die Wände. Ja, komme ich hier hoch? Ah, nee, ist ein bisschen zu hoch. Schade. Wenn man halt nicht diesen Vorteil des Agilen hat, dann gibt es hier diese blauen Posten. Wenn ich den nutze, kann ich mich wieder an den Start des Levels hoch teleportieren lassen. Generell, wie gesagt, man lernt echt in diesem Spiel die Moves voll auszuschöpfen. Also, sprich, die Art und Weise, wie man springt, wie man sich bewegt in dieser Welt, in dieser Ebene, gerade wenn wir dann auch später die nächsten Level sehen und sehen, wie die halt dann drauf sind. Ups, wow, meine Gegner waren hinter mir. Die Schweine von hinten, ich glaube, es hackt. Es hackt. Nein, es hackt. Man lernt halt wirklich, sich hier so zu bewegen und hier ganz anders zu agieren und unterwegs zu sein. Also man ist schon... Ja, man ist schon in so einer Lernkurve auch. Man lernt dieses Spiel, man lernt... weil es verhält sich halt anders als andere Spiele. Man ist nicht so in diesem... Oder man hat nicht nur... Na, ach, verdammt, jetzt habe ich Mist gebaut. So, hier haben wir den Endboss. Am Ende jeder Stage wartet nämlich ein Endboss auf mich. Den haben wir jetzt mal fix gekillt. Die Sau. So, da ist es jetzt ein bisschen fies. Ich will an diese Kiste dran. Hier sind Stacheln im Weg. Also muss ich ein bisschen in die Stacheln reinspringen, um rüberzukommen. So, dann können wir hier noch den Schlüssel abkassieren und komme ich hier hoch. Nein, ich komme natürlich dann nicht hoch. Gut, das heißt, ich muss mich einmal hoch teleportieren und dann wieder von oben nach unten arbeiten. Also man lernt schon wirklich in dieser Welt halt sich zu bewegen. Man lernt die Regeln dieser Welt, nach denen man sich hier bewegen kann, nach denen man sich auch bewegen sollte. Oh, Moment, verdammt. Jetzt habe ich Shit gebaut. Kann ich nochmal hoch? Ja, ne? Ja, ich kann doch hier das Heiligtum der Flucht nutzen, um fliegend mich zu bewegen. Dann kann ich nämlich, wenn was, mich hocharbeiten. Den am Anfang halt zu nutzen, ist ein bisschen verschwendet, weil im Laufe des Runterwanderns wird man sich 100% irgendwo verletzen. Und dann hat man den halt vergeudet, was dann halt echt sinnfrei des Ganzen ist. Insofern benutze ich sowas immer erst hinterher. So, schön aus der Distanz killen. Wir haben jetzt noch keine Sonderfähigkeit genutzt, wie Stampfen oder Sandwürmer. Die könnte ich hier zum Beispiel wieder aufladen. Und ansonsten, sage ich mal, gehen wir mal zu Level 2. Hier unten sehen wir, 10 Level müssen wir schaffen. Dann gehen wir halt zum allerletzten Endboss, würden halt das Spiel durchspielen und pipapo und weiß ich nicht alles. Ich muss wirklich sagen, ich habe dieses Spiel zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht einmal durchgespielt. Aber ich bin schon recht weit. Also ich komme in der Regel schon immer bis Ebene 6, glaube ich, inzwischen. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Kann ich euch irgendwie platt machen? Oh. Jetzt habe ich die Sandwürmer benutzt. Die Sandwürmer haben die Umgebung ein bisschen zerstört, auch unter anderem. Das war mir nicht klar. Ich habe jetzt nämlich zum ersten Mal die Sandwürmer benutzt. Das war dann ein bisschen anders, als ich es wollte. Aua. 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 Schießt doch nicht alle auf mich. Ich glaube, ich spinne. Auf jeden Fall finde ich das Spiel sehr cool, wie gesagt, ne? Also ich habe echt bereut jetzt, dass ich es mir nicht früher geholt habe. Es macht sau viel Fun, es ist sau witzig und hat echt enormes Suchtpotenzial.
Und es hat so eine Kleinigkeit für zwischendurch, kann man wirklich sagen. Also ich spiele das wirklich ganz gerne. Oh, jetzt wird's tricky, aber ich hab's geschafft. Nein, das habe ich jetzt versemmelt. Da oben sind nämlich noch Sachen. Muss ich gleich wieder hochklettern. So, wir haben einen von zwei Hunden und hier der König, der möchte nämlich seine Hundis wieder haben. Müssen wir ihn gleich wieder bringen. Oh, Moment, warte, dann schieße ich hier von drüben ab, ne? Oh. Habe ich keine Bolzen mehr? Oh, ich habe keine Bolzen mehr. Meine Armbrust hat keine Bolzen mehr. Geil. Das, ja, da sieht man, man muss halt auch wirklich die Eigenheiten jedes Charakters im Blick behalten. Und muss dementsprechend halt auch kämpfen. Ja, ich hatte eine Armbrust. Ja, die hatte Bolzen. Ja, ich habe alle verschossen. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Ne, also Augen auf beim Spielen mit dem Witchwife. Wobei ich sagen muss, ich habe, glaube ich, auch noch nicht alle Charaktere durchgespielt, die es so gibt, die man im Laufe des Spiels halt auch sieht und kennenlernt. Da gibt es noch einiges auch für mich zu entdecken. Wie gesagt, ich bin halt auch noch nicht durch in diesem Spiel. Auch wenn ich schon recht weit inzwischen bin. So, jetzt springen wir einmal hier so und wupp. Schwuppdiwupp ist die Sau tot. Und hier der nächste, den ich einfach mal so wegbratze. Und von hinten einmal. Nee, Moment, das kam falsch. Also auf jeden Fall Meuchelmord, ne? So. Jetzt lasse ich mich mal hoch teleportieren, weil ich ja, wie gesagt, hier Scheiße gebaut habe. Heiligtum der Schatten macht mich unsichtbar, interessiert mich jetzt erstmal nicht. So. Ja, ich will hier die ganzen XP für die getöteten Gegner, weil jeder XP ist wichtig, macht mich stärker. Level up und so ein Zeugs, ne? Und vor allem ist das auch wichtig, da die Gegner ja auch später immer stärker werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sogar so ist, dass die Gegner Stärke, sage ich jetzt mal, sich auch ein bisschen danach richtet, wie stark ich bin. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit diesem grünen Kristall Level überspringe, ob die Gegner dann auch schwächer sind, weil ich ja auch quasi schwächer bin. Das habe ich bis jetzt noch nie mal ausprobiert. Aber das wäre auf jeden Fall natürlich mal ein Versuch wert. So, jetzt wollen wir hier mal die Kiste absahen. Das ist Heilung. Momentan nicht so das Wichtigste, aber ich nehme sie mal trotzdem mit. Ne? Geschauten, ne, im geschenkten Gau schaut man ja nicht ins Maul. So. Die Endbosse an den Enden der Stages, die haben auch teilweise wirklich es in sich. Man muss sich Strategien zum Teil überlegen. Man muss wirklich gezielt vorgehen. Einfach reinrennen und töten klappt im Grunde nur, wenn man den Punkt hat, dass man schon ein bisschen was geschafft hat. So wie ich. Also wenn man schon wirklich ein paar Sachen freigespielt hat und erreicht hat. Weil dann ist es so, wenn ich jetzt hier runter springe und dem hier ein paar Mal treffe, dann ist er weg, ohne dass er mir wirklich ernsten Schaden macht. Aber in den späteren Stages oder je tiefer ich komme, umso kritischer wird das Ganze und dann ist das schon mal sehr schnell eine tödliche Aktion, wenn man so ein waghalsiges Manöver wagt. Sprich, man ist sehr schnell weg vom Fenster. Da sollte man wirklich aufpassen. Ich muss sagen, ich spiele das Spiel teilweise, oder das ist tatsächlich wieder eins von den Spielen, die ich mit relativ wenig Sound spiele. Ich habe es ja irgendwo, glaube ich, schon mal erzählt oder hin und wieder mal generell erzählt. So, nochmal hochfliegen. Ist irgendwas, habe ich irgendwas Interessantes übersehen? Ich glaube nicht, ne? Nee, sieht nicht so aus. Nö, hier ist nur wieder Schatten. Gut. Ich habe es ja hin und wieder hier und da mal erzählt, dass ich früher Spiele halt immer ohne den Sound gespielt habe. Weil ich dann halt irgendwas nebenbei gehört habe oder gemacht habe. Genau so ein Spiel ist auch Vertical Drop Heroes. Oh, hier sind so Sandblöcke, die auch ähnlich wie diese Holzblöcke einfach kaputt gehen. Da muss man aufpassen. Nur anders als bei den Holzblöcken, beziehungsweise die mit der Zeit kaputt gehen, geht das hier halt deutlich schneller, wie man sieht, ne? Direkt so wupp und schon ist man mal schnell irgendwo runtergefahren, wo man vielleicht gar nicht runter wollte. Oh, ups. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Kann ich hier? Ja, hier. Ah, verdammt. So, das kann ich mal kaputt machen. Dann kann ich ein bisschen besser springen. So, dann arbeite ich mich mal hier strategisch vor. So, und jetzt ist langsam mal Zeit gekommen zu töten.
Ich lege es aber auch nicht drauf an, diese Pazifisten-Dinger zu sammeln, muss ich ehrlich gestehen. Nee, also wie gesagt, die Bosse verbrauchen oder brauchen schon eine gewisse Strategie. Werden wir hier bei dem Boss dieser Ebene tatsächlich auch erleben? Der ist nämlich ein Boss, der eine Fähigkeit hat, die macht, dass er die. Ach nee, gar nicht, das ist nicht dieser Boss. Hier ist es noch der Rattenboss, genau. Oh, der Rattenboss ist aber trotzdem böse. Der kann sich nämlich zu mir hin teleportieren. Und das ist halt eine sehr, sehr fiese Geschichte. Weil da kann er, selbst wenn man sich noch nicht in seinem Terrain befindet oder in seinem Angriffsbereich, kann er einen mal schnell erwischen, weil er einen da einfach mal sich zu ihm hin teleportiert und tötet. Und das tut dann weh. Also, wenn man stirbt, ne, das tut ja weh. Nee, aber es gibt noch einen anderen Boss, den sehen wir ein bisschen später, also wenn wir ein bisschen tiefer sind. Der ist so fies, dass er eine Attacke macht, die halt wie meine Sandwürmer hier die Umgebung kaputt machen. Generell kann es auch sein, schaut euch wirklich mal die Umgebung an, es kann immer passieren, dass Dinge im Umfeld passieren, die Auswirkungen auf die Umwelt haben. Also es gibt zum Beispiel wirklich Sachen, die in den Level passieren. Zum Beispiel könnte es auch sein, dass dieses Level jetzt brennt. Das heißt, überall ist der Boden am Brennen, der mir dann zusätzlichen Schaden verursacht. Ähnlich wie die Stachelböden. Oder es gibt halt ein Level, das macht, da hat man dann Pilze. Das sehen wir vielleicht, wenn ich tief genug komme und nicht vorher verrecke, weil ich hier quassel. Ohne Ende. Das Level macht, dass der Boden halt mit so Pilzen übersät sind. Und wenn man häufig genug auf diese Pilze springt oder per Zufallsprinzip irgendwann, wenn man halt so auf diese Pilze gehüpft ist, dann explodieren die und hinterlassen quasi ein Loch. Das heißt, man kann da runterfallen und kann dann auch vielleicht irgendwo runterfallen, wo man eigentlich gar nicht runterfallen möchte. So, wir haben jetzt den Kapitän gemacht. Ich habe gar nicht mal geguckt, was die Aufgabe war. In der Regel ist der Kapitän jemand, der möchte, dass man ein bestimmtes Monster tötet, was er einem quasi in Auftrag gibt. Den kann man dann halt immer ganz gut so mitnehmen. Der König möchte meistens, dass man Leute befreit, ne? Also hier diese, die in den Käfigen sind, so quasi seine Untertanen möchte er befreit sehen. Dann muss man halt drei Untertanen befreien und dann kann man auch schon. Nein! Ach, jetzt bin ich einfach runtergefallen. Oh, ich habe wieder Bolzen. Oh, verdammt, ich sollte meine Bolzen. Ah, da haben wir den Teleportations-Scheiß gesehen. Der möchte dann meistens Leute befreit haben, dann muss man einfach drei aus ihren Käfigen befreien und dann ist halt gut. Und dann gibt es noch eine Prinzessin oder er möchte halt, wie gesagt, diese Hundi-Geschichte haben. Die wir ja jetzt zum Beispiel auch gemacht hatten. Wir hatten ja, ne, die. Komme ich hier noch hoch? Nein, komme ich nicht. Ah, verdammt. Da muss ich mich gleich mal hoch teleportieren. Da, wir haben nur einen Teleporter nach oben. Manchmal hat man hier unten sogar gar keinen Teleporter nach oben. Und wenn man irgendwas oben noch unerledigt hat, ist das immer sehr ärgerlich. Wenn man dann keinen Teleporter hat, um sich wieder hochzuarbeiten. Nee, die Prinzessin möchte meistens, dass man halt Rosen findet, die sie dann verstreut hat. Ähnlich wie der Magier mit seinen Zaubertränken. Aber das sind immer so recht einfache Aufgaben. Ich habe auch bemerkt, dass die NPCs, glaube ich, nur bis etwa Ebene 4 oder 5 kommen. Danach tauchen die halt nicht mehr auf. Was aber auch verständlich ist, weil dann ist ja unten auch, oder dann ist ja so viel Hölle los, dass es da irgendwie auch storytechnisch nicht wirklich Sinn macht, dass dann da noch irgendwer einen erwartet und hilft. Es gibt noch so eine Händlerin. Ah, hier kommt dieser Mumienboss, der die Umgebung zerstört. Der dann seine Attacke macht, mit der er die Umgebung vernichtet. Genauso wie es meine Sandwürmer halt getan haben. Und man sieht halt auch hier zum Beispiel jetzt an diesen bewegenden Plattformen, dass jede Ebene, die man so erreicht, irgendwie einen neuen Kniff hat, mit dem der Spieler konfrontiert wird, was mir halt noch zusätzlich Spaß macht, weil das finde ich halt noch viel, viel geiler, dass man dann halt hier irgendwie noch so, ne, irgend so einen kleinen Gag hat, auf den man sich einstellen muss, irgendwie noch eine witzige Sache, irgendwas, worauf man halt am Anfang, wenn man das erste Mal hierher kommt, unvorbereitet ist und dann erst beim mehrfachen Spielen dahinter steigt. Auch die Gegner, wie gesagt, brauchen halt, oder die Gegner kommen mit neuen Taktiken, mit neuen Methoden daher, um mich zu piesacken, um mich zu töten. So haben hier zum Beispiel diese Mumien so Fliegen, die mich wirklich verfolgen können. Und mit denen sie halt dann einem echt schnell mal den Garaus machen können. Gerade am Anfang, wenn man halt noch nicht so gepusht ist wie ich jetzt mit mehrfachem
spielen und schon ein bisschen was an Moves drauf hat oder an zusätzlichen Manövern drauf hat, dann kann das einen echt schnell viel kosten. Nee, wie gesagt, also es macht halt Sinn, dass die NPCs halt nur bis zu einer gewissen Ebene auftauchen und danach nicht mehr. So, jetzt mache ich hier mal, ne, schön freezen. Das Coole ist, jetzt ist der Boden auch vereist und das bewirkt wiederum zum Beispiel, ich sehe schon, ich bin hier gleich auch, ja doch, Level Up, sehr schön. Ja, hier, auch wenn ich schon ein paar Mal gespielt habe, kann ich trotzdem noch schnell verrecken. Der Boden ist jetzt vereist und dann kann es halt passieren, wie es jetzt gerade eben der Fall war, dass das Eis kaputt geht, dann fließt das Wasser halt einfach ab. Oder es kann halt passieren, wenn man drauf geht, dann rutscht man so entlang, was auch sehr witzig ist, wenn man dann zum Beispiel weiter rutscht, als man eigentlich möchte, weil man einfach bis zum Ende des Eisblocks irgendwo in die Pampa hinrutscht. Jetzt nehme ich hier mal den Schaden in Kauf, um den Typen zu erreichen. So, dann können wir wieder runter. Nee, also ich spiele dieses Spiel ohne Musik. Das ist irgendwie, also weiß ich nicht, das habe ich halt so drauf, dass ich Spiele so spiele. Und ich finde, dieses Spiel zum Beispiel würde sich auch super für Android eignen, für so unterwegs, dass man immer mal wieder so Ebenen so ein, oder so einen Durchlauf macht, während so zwei Zugfahrten oder so. Weil man spielt, bis man stirbt, nicht lange. Also vor allem am Anfang nicht, wenn man noch nicht so aufgerüstet ist. Dann ist das halt echt, oder sind das halt schon durchaus kleine Runden. Und je weiter man dann natürlich kommt, umso vorteilhafter ist man ausgestattet, umso länger dauert die Session. Aber auch hier kann man ja quasi gegen agieren oder gegensteuern, indem man zum Beispiel diesen grünen Markierungsstein benutzt. Der ja macht, dass das Spiel sich dann merkt, okay, du bist schon so weit gewesen. So, jetzt hier Heiligtum des Wissens. 4 Feinde heraufbeschwören, aber wir bekommen Erfahrungspunkte dadurch, was durchaus seinen Sinn hat. Deshalb nehme ich auch wirklich alle Warnposten mit, um mich halt wirklich aufzuleveln. Oh, da unten ist so ein blöder Bogenschütze, der mich verfolgende Pfeile im Petto hat. Die Sau. So. Und dann... was wollte ich jetzt sagen? Moment. Ich muss mich mal ganz kurz hier so drum kümmern um die Schlawiner. Aua, so. Da kann man ja seine Session auch dadurch abkürzen, wie gesagt, dass man diese grünen Teleporter nutzt, um halt seine Position weiter oder anders zu setzen, wodurch dann auch wieder die Spielsession kürzer werden würde. Insofern ist das durchaus ein Spiel, was halt iOS-tauglich ist und für mich halt wirklich auch das ein bisschen oder passend macht. Also ich könnte mir dieses Spiel super, super gut wirklich als iOS-Spiel vorstellen. So. Das Geld, wie gesagt, das sammelt man um halt... Oh, hier könnte ich jetzt zum Beispiel ganz fies sein und mich aus dem Staub machen, bevor ich zum Boss komme. Aber das ist nicht. Ich level oder ich arbeite mich wirklich bis ganz nach unten. Jetzt ist hier das Wasser sogar elektrisiert. Wenn ich jetzt einen Gegner oder hier selber mich reinschmeiße, der macht ja auch schon die Sachen kaputt, mich da selber reinschmeiße, während da gerade der Strom britzelt, dann kriege ich halt Schaden. Ja, das ist dann halt so. Da muss man dann halt auch ein bisschen vorsichtiger sein. Ah, komm schon. So, na, stirbt ihr Schweine. So. Oh. Ah, Mist. Ich habe das Stampfen falsch gebraucht. Oder nicht so gut gebraucht. Ah, hier war bestimmt so ein blaues Ding. Und das hat er mir kaputt geschossen, die Sau. Ich kann mich nämlich hier jetzt nicht hochteleportieren, wie wir sehen. Komm schon. Jawohl. Und. Jawohl. Ah, und da ist jetzt Geld. Wie komme ich denn jetzt hier an das Geld dran? Komm, da arbeiten wir uns mal rüber zu der Money-Money-Money-Geschichte. So, sehr schön. My money. I want my money. So, jetzt machen wir hier erstmal unsere Fähigkeiten wieder hoch. Ich muss das Stampfen mal besser nutzen. Und so arbeitet man. Ja, hier ist die Pilzgeschichte. Und so kann man halt wirklich die Sessions dann kurz halten und halt seinen Spaß haben. Ich persönlich mag es wirklich von Anfang bis ich halt sterbe, mich so durchzuarbeiten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es fürs erste Mal durchspielen, also es gibt sogar einen, oder man kriegt sogar eine Sache, wenn man das so schafft, von Anfang bis Ende immer durchzuspielen, ohne diesen grünen Kristall zu benutzen. Ich persönlich spiele tatsächlich ganz gerne immer so durch, irgendwie macht mir das halt richtig Spaß, ich kann mich dann so richtig vertiefen in das Spiel und alles. So, Musik.
Verdammt. Da haben wir wieder eine Besonderheit dieser Ebene gesehen. Es gibt so Bomben, die quasi, wenn ich in ihre Nähe komme, anfangen, einen Timer zu zünden und dann zu explodieren, was dann halt echt viel von der Umgebung sprengt und dann teilweise auch nützliche Sachen mir wegspringen. Hier haben wir einen ganz besonders gefährlichen Gegner, der halt besonders stark ist, den ich aber, wenn ich ihn töte, halt mit besonders vielen Juwelen beglückt werde oder belohnt werde. Deshalb lohnt es sich, den zu töten, aber auch nur, wenn man sich stark genug fühlt. Also beim ersten Mal durchspielen hat der mich dann immer reihenweise weggetötet, weil der halt so mächtig war. Na komm, geh schon kaputt. Wie gesagt, Musik. Also ich spiele Spiele, wie gesagt, ganz gerne auch mal ohne Musik, weil ich dann meistens, wenn ich sie ohne Musik spiele, da haben wir jetzt die Prinzessin, aber da sprengt der gleich. Nein. Oh, da ist ein Juwel. Ah, die Prinzessin will entweder Juwelen oder halt ihre Rosen haben. Jetzt habe ich ihr den Ring gebracht, oder kann ich ihr den Ring bringen? Na komm schon. Endlich erwischt. Und ihr seht schon, ich töte die auch schon nicht mehr instant, also mit einem Hieb oder so, sondern es braucht schon ein bisschen mehr. Was halt zeigt, dass das Ganze halt schwieriger wird. Nee, also ich spiele halt ganz gerne ohne die Musik deswegen, weil ich dann halt einfach mal auch andere Sachen nebenbei mache. Ja, komm. Die Stachelschweine will ich da töten. Aber jetzt hat die mir Money gegeben, ist auch okay. So. Ist halt so eine Angewohnheit von mir. Und das ist halt ein Spiel, ich finde den Soundtrack nicht überragend. Also es tut mir leid, der ist halt nicht so. Ich kenne andere Indie-Games, die haben einfach viel geilere Soundtracks. Da höre ich dann wirklich gerne zu. Aber bei dem Spiel, nee, also ich weiß nicht, da bin ich wieder dazu echt übergegangen, einfach nebenbei irgendwie ein Podcast, ein YouTube-Video oder irgendwas, was ich gerne so für mich gucken würde, zu gucken und dann nebenbei halt dieses Spiel zu spielen. Das passt dann immer ganz gut zusammen, weil ich ja sowieso zum Beispiel auch ein Let's Play-Hörer bin. Also ich bin wirklich mehr Let's Play am Hören als am Gucken. Und dann kann ich das halt immer ganz gut kombinieren, dass ich dann einfach meine typischen oder meine üblichen Verdächtigen höre. Weiß ich nicht, zum Beispiel Metzel oder, also Metzelmörder 3D. Wer mir ein bisschen folgt, der wird den Namen schon das eine oder andere Mal gesehen haben. Vor allem, weil wir ja auch gemeinsam ein Projekt am Laufen hatten, was leider nicht so gelaufen ist, wie wir es uns gewünscht haben, weil das Spiel, das wir gespielt hatten, sich so verändert hat im Laufe der Zeit. Aber das soll hier nicht Thema sein. Das Thema ist jetzt Vertical Drop Heroes. So. Und dann kann ich Metzelmörder hören oder ich kann Aigi mir anhören. Also Aigi der Zockerbär. Oder ich kann mir die Let's Player, die ich so gerne, oder GameTube mir anhören. So. Und das ist halt echt schade. Also dieses Spiel macht echt Spaß, aber der Soundtrack, tut mir leid, der hat es mir echt nicht angetan. Das ist echt kein guter Soundtrack. Dafür spielt sich das Spiel sehr gut. Wie gesagt, ne, man kann relativ, also wenn man das lernt, seine Bewegungsmuster, wie man dieses Spiel spielen muss, wofür ich am Anfang echt gebraucht habe, also zum Beispiel dieses Fallen lassen, um dann so rüber zu springen, um hier so, ne, wie ich das jetzt gemacht habe, so eine komplette, von links nach rechts einmal komplett rüberspringen zu können. Solche Manöver muss man sich halt echt angewöhnen und antrainieren, weil das ist halt nichts, wo man jetzt per se sagen würde, okay, ja, natürlich, das ist ja so typisch oder so, sondern das ist halt eher noch wirklich ein ungewöhnliches Spielverhalten, dass das Spiel eine solche Art des Bespielens von mir sehen möchte als Spieler. Und insofern habe ich mich da echt reingefuchst und reingewöhnt. Oh, da unten sind die nächsten Bosse. Und wir sehen das Explodieren von den... So, jetzt hole ich mir hier mal die Viecher wieder. Schweinerei. So. Das habe ich mal ein bisschen gebärsert. Nee, da unten dieses Explodieren der... Na toll, du bist ja mir auch ein Held. Da drin reingeglitscht. Dieses Explodieren der Umgebung hat halt zum Beispiel einen Käfig auch kaputt gemacht. Wodurch der Charakter halt freigeschaltet oder befreit wurde. Also statt, dass ich einen Schlüssel benutzt habe, ist er halt auf eine andere Weise freigekommen. So, jetzt will ich mal gucken, war nicht irgendwo Flucht? Reichtum der Flucht? Nee, da ist Frost nur. Ansonsten, da drüben ist Flucht, genau. Dann kann ich nämlich in Ruhe mich umsehen.
Ja, so. Wie weit sind wir denn? Oh, das wird ein langes Let's Take a Look. Weil ich mir hier schon vorgenommen habe, ich zeige euch das Spiel so lange, bis ich verrecke. Aber, oh, da, sehr schön, zack. Aber wir sind schon bald an der Grenze, wo ich üblicherweise eh verrecke. Von daher, oh, hier ist der Tod jetzt so, zack. Von daher ist das nicht mehr weit. Ah, jetzt kommt, oh. Hier könnte es halt zum Beispiel passieren, dass ich sterbe. Wenn man hier nämlich nicht aufpasst, kann es wirklich ganz schnell mal so sein, dass man verreckt. Weil das Level ist auf jeden Fall sehr, sehr tricky. So, jetzt. Ah, komm. Ja. Oh. Was hat denn der denn da? Pest. Pest sagt mir nichts, aber Pest klingt nicht gut. So, jetzt befreie ich hier mal einen Assistenten. Nein! Aua! So, mich hier heilen einmal. So, jetzt kann ich hier noch die Schlüssel. So, und zwar ist es hier so, dass es hier nämlich diese fiesen, ekelhaften Dreckspinnen gibt. Die können nämlich da diese Nester, genau diese Nester da unten, ne? Oh, das hasse ich, ja. Die Spinnen kommen nämlich über genau diese Nester und. Oder auch hier diese Netze. Wenn ich in so ein Netz reinrenne, egal wo ich bin, dann teleportiert sich die Spinne nämlich zu mir. Und hier diese Eiernester. Dann spawnen nämlich drei von diesen kleinen drei Spinnen. Ach, jetzt habe ich hier den Stampfer benutzt, um meine Umgebung ein bisschen auch zu zerstören. Dann spawnen halt diese kleinen drei Dreckspinnen. Und die können halt, ne, ihr seht es ja, mich halt echt schnell um die Ecke bringen. Also die machen mir ohne Ende Schaden. Ja, das war der falsche Move, den hatte ich eigentlich nicht benutzen wollen. Ah. So, das muss ich hier mal kaputt machen, damit ich hier ein bisschen Platz habe und nicht in die Stacheln da reinfliege. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Aber das ist halt doof, ich kann halt nicht zusätzlich attackieren. Ich muss halt warten, dass mein Charakter attackiert, indem er quasi die Gegner berührt. Weil sonst verschieße ich nur meine Bolzen. Oh, und ich bin bald tot. Okay, jetzt machen wir mal hier. Auf die Weise. Schaden. Oh, da ist Heilung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ah, verdammt. Das hatte ich. Ach man, ich benutze jetzt dauernd den falschen Move. Hier, jetzt habe ich nochmal Funken. Mache ich dir nochmal alle Schaden, indem ich mit dem mal Funkenmariechen hier spiele. Aua. So. Ganz. Ja, verdammt. Was zum Beispiel auch ganz fies ist, es gibt einen Gegner, der ist hier auf der Ebene der Boss. Der teilt sich. Also das ist so ein riesiger Wurm. Der kommt später dann in kleiner Version nochmal wieder. Und manchmal rennt er auch hier schon in kleiner Version rum, was echt fies ist. Der macht nämlich, oder der bewirkt nämlich dieser Boss, wenn man ihn halt plättet, dass er sich halt in kleinere Versionen teilt erstmal. Ah, verdammt, das hatte ich nicht gehört. Das hatte ich so nicht gewollt, weil dieser blöde Paladin macht die Umgebung halt auch kaputt. Na komm, kann ich hier hochspringen? Ja, sehr schön. So, arbeite ich mich mal hoch. Ah, das ist halt sehr nervig mit dem Paladin. Oh, hier haben wir noch so einen Randalierer und Alarmmacher. So. Ach, mein Paladin macht nicht zu viel Unsinn. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, wenn du zu viel Unsinn machst. So, jetzt schieße ich euch hier drüben mal ab. Oh, was? Wir sind einfach von der Luftblase hochgeschleudert worden und damit meinem Angriff ausgewichen worden. Ah, komm schon. Ja, jetzt mache ich mich hier unsichtbar. So. Ja, kommt. So, auf die Weise euch mal hier alle erwischt. Unsichtbar machen ist eigentlich aber nicht so toll, weil dann attackiere ich ebenfalls nicht. Oh, guck mal, da habe ich mich, hat mich keine Truhe gekostet. Ach du Scheiße. Jetzt haben wir zwei Paladine, die mir die Umgebung kaputt machen. So, ach komm, ihr Spinnen. Spinne, du. Ich glaube, ich spinne, du Spinne. So, was will der? Ah, der wollte Leute befreit sehen. Habe ich gemacht. Alles in Ordnung damit. Ja, komm, jetzt schicke ich auch noch Würmer hier rum. Die machen zwar die Umgebung noch mehr kaputt, was ich ja eigentlich nicht so doll finde. Uah. Die Luftblasen, die lassen mich halt wieder hochhüpfen, was eigentlich schon ganz cool ist. Aber wenn man runter will und dann plötzlich wieder hochgeschaltet wird, immer ein bisschen auch dämlich ist.
Jetzt muss ich hier wieder hoch. Ach verdammt, so komme ich gar nicht hoch, ne? Aber ich bin ja agil, ich kann ja auch hier hochspringen. Sehr schön. Und dann lasse ich mich hier mal reinfallen. Na, komm. Ah, stirb. So. Oh, verdammt. Ah, verdammt. So. Ah. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die beste Idee war, aber gut. Oh, da sehen wir einen Kristall, den ich jetzt aktivieren kann. So. Jetzt habe ich den Kristall mal aktiviert. Beim nächsten Mal komme ich also dann wieder hierher. Den Dieb, den ich gerade befreit habe, der Dieb macht, dass er quasi permanent... Ach, Nase kratzen. Dass er permanent Geld fallen lässt. Und wenn er so lange überlebt, bis er 10-mal, glaube ich, eine Münze hat fallen lassen, dann lässt er dafür ein Juwel fallen, das halt noch mehr Kohle bringt. Ist halt einfach eine Geldquelle. Kann man so sagen. Oh, diese Paladine. Ihr seid so doof. Ah, komm, stirb. So, hier komme ich nicht hin. Moment. Komme ich hier hoch? Ah. Na komm, du darfst noch sterben. Ah, hier komme ich so nicht hoch. Ich muss später von oben wieder mich runterarbeiten. Das Blöde ist halt nur, dieser Paladin macht mir ja alles kaputt. Das heißt, unter Umständen macht er mir auch die Plattform, um mich wieder hoch zu teleportieren, kaputt. Was sehr nervig ist. Oder wäre. Aber dagegen kann ich gerade halt nichts machen. Die dumme Sau. So, hier habe ich einen zum Teleportieren. Sehr schön. So. Dann arbeite ich mich doch mal gerade fix von oben nochmal nach unten. So, ist hier was? Hier was? Ne, hier ist nichts. Hier ist... Oh, Flucht, genau. Hier war der Flucht. Den kann ich jetzt ja benutzen, um ein bisschen so fliegen, mich fallen zu lassen. Aber dass hier noch ein König, also ein NPC kommt, das ist eher selten. Das, damit hatte ich jetzt auch nicht gerechnet, muss ich sagen. So, hehe. Ich darf ja keinen Schaden kassieren, sonst sind meine Flügelchen weg. Ne? Wollen wir ja nicht. Oh, ich habe keine Bolzen mehr. Dann schicke ich jetzt Flammen herum. Ha! Brennt! Brennt, ihr Schweine! Ach du grüne Neune! Oh. So, komm. Ja. Yeah, Hilfe, 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 zu viele Gegner. Ah, ich sehe mich nicht mehr, doch, da bin ich noch am Leben. Oh, das wird, oh, 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 Leute, das ist eine lange Let's Take a Look-Folge, aber gut. So, die erste Let's, ah, da ist die Spinne, oh, da ist die Spinne. Die riesige Monster-Spinne, ah, die sich nämlich zu mir teleportiert, wenn mich ihr Spinnennetz trifft. Wo sind meine Paladine? Ich dachte, die Paladine rennen hier unten irgendwo rum. Die Schweine. Haben die nicht überlebt? Wahrscheinlich nicht, ne? Sind verreckt. So, da drüben nehme ich noch den Alarmhunzel. So, und dann nächste Ebene. Das ist jetzt die Ebene. Also die, die jetzt kommt. Wo ich in der Regel immer sterbe. So. Mit den Zombies hier und mit dem Tod. Also bis zum Boss komme ich jetzt inzwischen schon. Regelmäßig. Aber den Boss habe ich noch nicht besiegt. Oh, verdammt, das war doof. Das war echt doof. Das war enormst doof. Uah. Komm. Ja, komm. Stirb. Huah. Oh, ich habe sogar... Oh, ich habe 38 Schlüssel. Okay, Leute, wisst ihr was? Wenn ich eh so viele Schlüssel habe, dann kann ich hier auch Leute befreien, die für mich kämpfen. Also... Irgendwie hing ich da fest. Oh, das kann halt passieren. Hier, diese Zombies, wenn man die halt tötet, kann es manchmal sein, dass die halt nämlich nicht sterben. Oh, irgendwie buggt das gerade enormst. Sondern statt, dass die sterben, sind die halt nur so kurz angeschlagen und kommen danach wieder. Mhm. Diese Schufte. Echt eine fiese Fähigkeit. Dann gibt es hier noch diese Gesichter. Das sind nämlich in Wahrheit Fallen. Und die lösen sich nämlich aus, wenn ich hier so in ihrer Nähe bin. Alter, ist das gerade fies. So, dann muss ich jetzt hier mal warten. Aua, okay. Da ist mein Feder. Au, Federkleid. Aua, 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 aua. Aua, das war blöd. Da ist mein Federkleid, wollte ich sagen, mir abhanden gekommen. Autsch.
Autsch, tat das weh. Eieieiei. So, komm, stirb. Habe ich denn noch Bolzen? Ja, ich habe noch Bolzen. Ich habe zwar fast all meine Bolzen an dem besonders starken Gegner vertrödelt, aber egal, ich habe noch ein paar Bolzen. Und hier, die Mimik, die ist auch weg. So. Oh, komm. Diese Zombies, ne? So, ich bin mal echt gespannt, vielleicht jetzt on air kriege ich ja diesen Boss besiegt. Das wäre irgendwie enorm witzig, wenn das jetzt klappen würde. Ah, komm, stirb. Noch mehr Zombies. Ich habe ja noch nicht genug Zombies. Ach, komm schon. Komm schon. Stirb. Danke. Und du jetzt auch, bitte. Und jawohl, ja. So, einmal die Pfeile verfeuern und dann... Ups. So, das holen wir uns auch. Zack. Also, ich glaube, ich mache mal jetzt schon mal mein Fazit zu dem Spiel, damit ich hinterher einfach schnell raus bin aus dem Video. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gedacht, wenn ich so einen Run mache, dass ich nicht so lange dran sitzen würde. Jetzt sitze ich halt doch enorm lange dran. Aber gut, ist dann jetzt halt so, ne? Kann ich... Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, dass ihr dann halt wirklich einen großen Einblick von dem Spiel seht. Vielleicht ist das das erste Let's Take a Look, was jetzt dann einfach mal aus zwei Teilen besteht. Wobei, ne, ich habe glaube ich schon mal ein langes Let's Take a Look gemacht. Dann mache ich jetzt hier einfach ein langes Let's Take a Look. Ist doch wurscht. Ist doch sonst wurscht. Kann man ja auch mal hier ein bisschen sich gönnen, ne? Man lebt ja auch nur einmal. Da kann man sich auch mal... Ach du Kacke. Oh, komm schnell weiter. Ah, verdammt, da erwischt mich der da oben. Ha. Und jetzt ihr noch. Ihr wollt auch noch was von mir. Aua, aua. So, einmal abwarten. Hier Heiligtum des Blutes macht, glaube ich, dass wir maximalen Schaden haben. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Also in der Theorie ist es gar nicht mal so schlecht. In der Praxis weiß ich nicht, wie gut das ist. Oh, ich will mir da den Magier noch holen. Wir haben eh 40 Schlüssel. Holen wir uns mal den Magier. Au! Der Magier schützt mich nämlich. Der spricht nämlich so einen Schutzzauber auf mich. Der alte Honky Tonk. So, jetzt machen wir hier mal Funken. Holen uns da drüben den nächsten Magier. Und bam. Und komm, bam. Und ich dachte, ich habe hier Blutpower. Habe ich keine Blutpower. Die Power des Blutes, wo ist sie? Uah, was ist denn... Ach, jetzt momentan habe ich Eisblitz. Was? Meine Fähigkeit ist momentan ausgetauscht? Ich habe momentan... Ach, das passiert manchmal, aber ich weiß nicht, wodurch das ausgelöst wird. So, jetzt kann ich hier neue Fähigkeit kaufen. Schneller Schlag. Hm, kaufen wir doch mal. Warum nicht? Wir haben das Geld, wir sind ja Krösus. Wobei ich sagen muss, die Runde ist jetzt nicht so ertragreich, was das Geld angeht, wie so manch andere Runde, die ich schon gemacht habe. So, dann gucken wir mal. Zack. Das gibt auch Geld. Das da ist so eine fiese Sau. Oh, hier haben wir ein Eis. Ach nee. Ach, das ist der Eisblitz. Okay. I see what you did there. Nein! Ach, komm schon. Ach, du Schweinehund, du. So, stirb da. Huhu. Das hätte ich fast Mist gebaut. So wie jetzt. Hilfe. Ja, der hängt fest. Nein. Aua. Ach. Das ist doch alles so nicht, wie ich es wollte. Okay. So, dann hier schnell runter. Kannst du mal sterben? Danke. Komm, stirb. Stirb. Okay, es ist nur Heilung. Auf die Heilung verzichte ich jetzt mal in dem Fall. Och, das darf nicht dein Ernst sein. Du überlebst auch noch. Du Hund. Und du überlebst auch noch. Au. Ach, nein. Du
Sensen, Mann, Hilfe! Nee, Mist, das. Nein, das. So wollte ich doch nicht. Okay. Du kommst mal hier hin. Dann mache ich mal das kaputt. Und den Typen da will ich nicht. Weil der macht blöde Sachen. Der macht mir die Umgebung hier kaputt. Und Umgebung kaputt mag ich nicht. Habe ich ja gerade schon zu Genüge erklärt, dass ich Umgebung kaputt nicht mag. Mist, so war das nicht gedacht. So ist schon besser. Komm, töte den. Sehr schön. Dann. Nein! Ach, Mist. Nee. So, Moment. Wie komme ich da hoch? So komme ich da hoch. Sehr schön. Kann ich hier einen Sneak Attack machen? Nein, ich kann keinen Sneak Attack machen. Kann ich jetzt einen Sneak Attack machen? Ja, da kann ich einen machen. Oh, da ist die böse Hexe. Wie nennen wir sie denn mal? Drusilla nenne ich sie mal. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Drusilla komme. Habe ich irgendwo den drunten Namen Drusilla gehört? Oh, die spawnen Zombies die ganze Zeit. Oh, was eine fiese, blöde Pute. Ah, Mist. Da oben ist nichts gespawnt. Ey. Könnt ihr mal einfach sterben? Ha, habe ich dich erwischt. Du stirbst jetzt auch. Und du darfst einmal sterben. Jetzt habe ich irgendwelche Eisblitzladungen gekriegt, scheinbar. Moment, Moment. Ich mache mal hier erstmal die Truhe kaputt. Dann kriege ich noch den Inhalt dieser Truhe mit. Ich brauche ja jeden Cent, den ich kriegen kann. So. Ah, verdammt. Ja, komm, stirb! Ich habe sie zum ersten Mal getötet, Leute. Das heißt, wir sehen gleich ein Level, was ich selbst auch noch nie erlebt habe. Ah, toll. Das Ganze wird jetzt noch länger in die Länge gezogen. Mensch. Kann ich ja schon fast das Ganze als Let's Take a Look Sonderfolge oder so titulieren. Mann, damit hatte ich doch gar nicht gerechnet. Mensch, ich wollte euch nur einen kurzen Eindruck zeigen und jetzt sowas hier. Na gut. Machen wir das Beste daraus, freuen uns, dass wir so weit gekommen sind und dass wir die nächste Ebene sehen. Das ist jetzt schon Ebene 8. Wie gesagt, hier war ich auch noch nicht. Weiß also nicht, was mich erwartet. Oh, Lavabecken. Irgendwelche komischen Lavadinger, das gefällt mir. Oh. Oh, die machen, dass die Luft stinkt. Nee, dass der Boden brennt. Was? Was soll denn der Unfug? Jetzt auch noch die ganze Umgebung mir hier sprengen oder was? Ach, verdammt. Nein. Stirb. Das war das. Woher kommen diese Dynamit-Dinger denn? Ach, verdammt. Sprung vermasselt. Ah, Mist, wieder den Sprung vermasselt. Oh, Moment. Dann kann ich hier so laufen. Warum ich das vorher nicht gemacht habe, ich weiß es nicht. Hilfe. Na, du stirb, du hast meinen Priester getötet. Mein Merlin. Den guten Merlin. Hast du was gegen Merlin oder wie jetzt? Aua. Hilfe, es brennt. Mann. Das ist ja hier mit dem Feuer schon nicht so cool. Was? Da hat mich echt das noch getroffen? Warum hat mich das getroffen? Formeller Protest. Das hätte mich nicht treffen dürfen. Ich glaube, dem Spiel ist mein formeller Protest relativ Wumpe. Ach, Mann. Lauter Feuerflammen hier. So, zack. Und weg mit dir. Und du darfst jetzt auch mal dahin scheiden. Hat Scheide gesagt. Ja, habe ich. So. Auch für die kleinen Kinder und Kleingeister. Ja, nichts da. Ich glaube, ich spinne. Er will mir hier den... Oh, verdammt. So, dann halt jetzt so rum. Wenn ich es auch vernünftig nicht schaffe, muss ich es auch schlecht machen. Also die Ebene finde ich jetzt schon wieder ein Ticken leichter als die mit den Zombies immer.
Also die mit den Zombies war wirklich fies. So, stirb. Jetzt hole ich mir hier noch Wissen. Oh Gott. Yeah. Facehugger sind hier auch noch mit dabei. Uah. So, komm. Du stirbst jetzt. Sag ich doch. Und du auch. Und dann bist du dran. Sehr schön. Nein, dich befreie ich nicht. Das kannst du knicken, Mr. Paladin. Das kannst du ja wohl sowas von... Ach du Scheiße, wer bist du denn? Der schwarze Ritter oder wie? Hier Monty Python. Oh, der blockt. Oh, der blockt. Meine Herren. Das er wirkt erstmal nicht als so viel, aber hier ein Gegner, der halt, ne, blockt, weil... Oder ein Gegner, dem ich keinen Schaden zufügen kann, weil er blocken kann, ist durchaus eine fiese Schitte. So. Jetzt hier einmal von hinten. Naja. Ich bin schon ein kleines Ferkel, dass ich von hinten überall ran will, aber gut. So. Das haben wir jetzt auch geschafft. Ich muss auch sagen, die Musik ist auf meinen Ohren enormst laut. Oh Gott. Kacke. Hab das blöde Ding viel zu spät gesehen. Nein. Ach, shit. Jetzt komme ich... Nein! Was soll denn der Mist? Wieso explodiert hier alles mir um die Ohren? So, wer bist du denn? Dreifacher Schuss. Kaufen wir mal ein. Wir kaufen sowieso alles. Zack. In den Rücken. Und tot. So gefällt mir das. So, auch du stirbst. Okay, verdammt, da ist die nächste Bombe. Ah, komm, weg mit dir. Okay. Hilfe. Nein, ich konnte mich noch retten. Ich konnte mich noch retten. Ich bin noch im Spiel. Ich bin noch im Spiel. Hilfe. Nein. Oh, komm. So, jetzt hier. Fresst euch durch, meine Graboiden. Graboiden, Schlaboiden. Na, wer kennt die Graboiden? Wer ist noch so ein Trashfilm-Glotzer wie ich? So, hier. Ach, weg mit dir. Ich muss eigentlich wieder nach oben. Ne? Da oben waren Sachen. Da oben waren Sachen zu schaffen, zu erledigen, zu machen, zu tun, zu Taten, Töten, Tieten. Uah, was war denn das? Es fühlte sich an wie eine Explosion. Oh, apropos Explosion. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, wer bist du denn? Oh, das ist schon der nächste Boss. Oh, das ging ja jetzt wirklich relativ gut. Ach, verdammt, der hat mich hier noch getroffen. Hilfe? Boah, tot. Okay, Leute. Wenn ich jetzt live on air das Spiel hier durchspiele, ne? Dann fresse ich aber... Nee, das sollte ich lieber nicht versprechen. Am Ende wollte ich noch sehen, wie ich einen Besen fresse. Aber dann auf jeden Fall Party. Das sage ich euch. So, Moment. Das Geld ist mir. Was ist hier? Heiliger Funken. Funkenmariechen. Oh, guck mal, da links kann... nicht links. Da rechts kann ich mich hochschleudern. Also wieder ein Anfang des Levels. Was habe ich denn hier? Da komme ich nicht hin. Okay. Oh. Fliegender Meteorit. Habt ihr irgendwo ein Heiligtum der Flucht gesehen? Ich habe nämlich keins gesehen. Ich befürchte, dass auch keins... da war. Okay, Leute. Wir... ouch. Einmal an den Anfang bitte zurück. So, gut, dann schauen wir uns jetzt mal um. Heiligtum der Flammen, des Frostes. So, da ist das hier, dann ist hier das. Dann kann Wasser einmal ablaufen. Haben wir hier noch was? Help me. Da ist Wiederherstellung. Brauche ich Wiederherstellung?
Na komm, nehmen wir mal mit. Wir nehmen alles mit. Oh, da ist tatsächlich der Flucht. Oh, da ist aber tatsächlich auch noch scheiß Gegner. So. Ha. Auf die Weise habe ich das gut geschafft mit dem Stampfen. So. Wo war Wiederherstellung? Ich hole mir mal die Wiederherstellung. Hier war doch irgendwo Wiederherstellung. Oder habe ich die aktiviert und bin... Ach, verdammt, ich habe die schon benutzt. Ich bin ja so dämlich. Warum benutze ich die Wiederherstellung, wenn ich sie noch nicht brauche? Die habe ich eingekauft, ne? Kostet, hat mich viel Geld gekostet. Man sieht jetzt, mein Money ist schon wieder leer. Obwohl ich ja eigentlich viel hier eingesammelt habe. Na komm, 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 komm. Oh, Moment, jetzt kann ich natürlich auch gucken, was da drüben ist. Ich hoffe, da ist auch nochmal Wiederherstellung. Das könnte ich mir echt mal gönnen. Ja, war Wiederherstellung. Sehr schön. So, Leute, das ist Level 9, was wir jetzt machen. Meine Güte, wenn ich jetzt in einem Rutsch das echt durchspiele, ey, ich würde das so feiern. Ey, die machen mir ja auch die Umgebung kaputt. So, was haben wir? You have unlocked Plague You for all future... Okay, ich habe gar nicht mal mehr geguckt, was ich mir gekauft habe. Ich habe es einfach mal gekauft. Hm, kommt mir bekannt vor. Klingt so wie ich beim Steam Summer Sale oder beim Winter Sale oder bei irgendeinem Steam Sale. Hilfe. So. Aber ich sollte, glaube ich, mehr Dings des Blutes wirklich einkaufen. Weil ich glaube, das bringt mir ja echt was. Von wegen mehr Schaden und so machen, ne? Uah. Du! Rabe nimmer mehr. Nee. Ja, Moment. So, einmal den Rahmen getötet. Dich auch. Und dich. So, was ist hier? Ach so, ein einziges Mal kann ich dafür maximalen Schaden anrichten. Oh, da ist das Ding. Das Ding ist normalerweise ein Boss gewesen. Ich weiß nicht, warum dieser Boss nicht mehr auftaucht. Und stellt euch vor, echt in manchen Leveln waren halt ganz viele von diesen Viechern, wo du wirklich 3, 4 von denen getötet hast, wodurch immer mehr von diesen kleinen Viechern kamen. 3, 4 komplett dieser Gegner, die dann zu kleinen Viechern wurden. Da bist du so drauf gegangen. Da bist du so dabei gewesen, drauf zu gehen. Andererseits haben die auch immer sehr viel Leben gegeben, was dann... die Rettung war letztendlich, dass es sich tatsächlich gelohnt hat, obwohl man kaum noch Leben hatte, sich mit denen anzulegen, weil die einem echt viel Leben gegeben haben. Oder geben. Komm schon. Und jawohl, erwischt. So, dich erwische ich hier jetzt auch. Na komm. Komm, komm, stirb, stirb. Jawohl. Hier würde ich ja fast sagen, die Gegner sind hier ja... Also, ganz ehrlich, sorry Leute, aber dieses Level ist nicht schwer. Genauso wie das gerade eben. Das war auch nicht schwer. Da sind die vorherigen Level teilweise echt fieser. Meine Güte, ich könnte es echt schaffen. Dann mache ich aber hier wirklich jetzt 2 Folgen draus. Dann behandle ich das wie so ein Let's Play, dann ist das ein Let's Take a Look Special. Was dann wirklich auf 2 Folgen aufgesplittet wird, 2 halbstündige Folgen oder teilweise sogar, ich glaube, die werden sogar 2 mehr als halbstündig, weil ich bin ja jetzt schon bei 1 Stunde Laufzeit. Oder vielleicht werden es sogar 3 Folgen, mal schauen, ich weiß es nicht. Ich will, also weil ich glaube, einfach 1 Stunde durchgucken wird, das habe ich echt kaum einer. Dann macht es halt wirklich mehr Sinn, dass man sich das splittet und dass man dann sagt so, ach ja, heute habe ich Bock drauf oder morgen habe ich Bock drauf. Wobei es ist halt nur ein Let's Take a Look. Macht es dann wiederum Sinn, das halt zu splitten? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich habe doch keine Ahnung. Ich spiele doch hier nur. Ich bin doch hier nur zum Putzen und zum Spielen. Nee, also mein Fazit, genau. Dieses Spiel, Suchtpotenzial ganz hoch, auf jeden Fall. Man hat auf jeden Fall auch natürlich ein bisschen... das Gefühl, was zu erreichen, dadurch, dass man ja Sachen... Ups, kein Hickser. Dadurch, dass man ja auch Sachen wirklich freispielt, neue Fähigkeiten und so. Sound ist jetzt nicht der beste. Die Grafik ist ganz okay. Ich finde das ganz niedlich, so mit diesem, weiß ich nicht, diesem Chibi-Optik-Style, kindlich-Dingenskirchen, weiß ich nicht, wie ich es halt sonst nennen soll. Ne? Also auf jeden Fall dieser... Ah, verdammt. Okay, Moment, hier kann ich mich aber hocharbeiten.
Hier kann ich mich auf jeden Fall hocharbeiten. Es sei denn, hier taucht gleich der Boss auf. Aber irgendwie ist es buggy. Also ich habe das Gefühl, seit einem der letzten Updates ist das ganze Spiel ein bisschen buggiger geworden. Also zum Beispiel dieses Glitchen durch Wände, das hatte ich am Anfang, als ich es gespielt habe, echt null. Und es ist ja jetzt hier schon... Wir haben es ja jetzt hier schon auch in der Session ein paar Mal jetzt gesehen. So. Ah, verdammt. Nein. Nein. So, dann mache ich es jetzt mal. Ach, Mist. So. So, habe ich mich jetzt durchgearbeitet. Sehr schön. Bin hier wieder oben und kann den Sack töten. Komm schon. Stirb, stirb. Du sollst nicht mich sterben lassen, du sollst selber sterben. So, komm, stirb auch du. Dann seid ihr hier bitte dran. Und dicke Graboidenwürmer sind dran. Zack, zack, zack. Da sehen wir es. Auch hier vermehren sie sich wie Hulle. Und wie gesagt, ihr müsst euch vorstellen, es gab diesen Boss. Ich weiß nicht, auf welche Ebene der kam. Ich habe den echten Weilchen nicht mehr gesehen. Ein riesiger Wurm. Und je mehr man ihn natürlich Schaden gemacht hat, umso weniger Würmer oder umso kleinteiliger wurde der. Und wenn man den dann noch in einer kleinen Nische bekämpft hat, wirklich in so einer Ecke, wo man dann hinterher, weiß ich nicht, 24 kleine Würmchen hatte. Ey, das war fies. Das war wirklich... Da, das war ein Boss, da konnte man wirklich sterben. Da konnte man so schnell sterben. Wie ich finde, auch relativ unverschuldet natürlich. Da kann man einfach nichts dafür, wenn man einfach eine Horde Kleinstgegner hat und die bezwingen muss. Meine Güte. Was soll ich mit 64 Schlüsseln? Hätte ich mal doch nicht den mit Schlüsselmeister genommen. Andererseits haben mir die Fähigkeiten schon echt geholfen. Ich glaube, ich wäre nicht so weit mit anderen Fähigkeiten. Oh, hier sind lauter Vögelchen. Nein, 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 nein. Ich hatte Angst, wenn ich gefreezed bin, dass die mich quasi instant killen können. Oh, stirb, stirb, stirb doch endlich. Oh, du auch, du auch. Du ganz besonders mit den Fliegen. Ah, weg, weg mit dir. So, das holen wir uns. Dann wandere ich hier rüber. Uah. Haha. Ist hier was da? Ah, verdammt, das war nicht so gut. Das war richtig dumm. Jetzt komme ich nämlich nicht mehr hoch. Und habe da aber die ganzen Gegner, die ich ja eigentlich besiegen will. Oh, die kommen jetzt von all, oben alle runtergeregnet, oder wie? Wieso kommen die alle runter? Okay, okay, komm. Ihr stirbt auch. Und dann ihr. Und du. Du ganz besonders. Du bist nämlich hässlich. Wie die Nacht. Die kommen da echt alle runter. So. So sieht das nämlich aus. Ihr wollt runter? Dann geht doch runter. Hilfe. Hilfe. Okay. Dann kann ich ja hier drüben noch einmal und dich mir schnappen. Und du stirbst bitte jetzt auch hier. So, jetzt muss ich ganz vorsichtig mich runterarbeiten. So, Eigenschaft kaufen. 50% Schaden, aber die Startlebenspunkte sind geringer. Okay, dann kann ich noch, glaube ich, leben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Verreck, du Vögelchen. Und du, dicker Graboidenwurm. Ebenfalls, weg mit dir. Und du, weg mit dir. Ah, Hilfe! Hilfe! Oh, da unten ist ein Yeti. Ach, der schießt die... Der schießt das ganze Eis. Der Yeti schießt hier mit Eis um sich, die Sau. Ah, Hilfe, ich falle... Ach, Mist, okay. Jawohl, und auch den Yeti haben wir down gekriegt. Ich bin stolz auf uns. Und das heißt, wir sind im letzten Level gleich unterwegs. Und weg mit euch auch hier. Ich muss gleich mal wieder von oben nach unten nicht arbeiten. Weg, 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 weg. Ha! Vögelchen und Vögelchen. Okay.
Hier kann ich mich nochmal hocharbeiten. Und kann jetzt hier die noch platt machen. Ist die Frage... Oh, Moment. Ist die Frage, lohnt es sich jetzt nochmal gleich hoch von oben nach unten zu arbeiten, mich? Ich würde mal sagen, vermutlich ja. Auf ganz schnelle Weise. Aber ich habe wieder kein Heiligtum der Flucht gesehen. Wenn ihr eins gesehen habt, sagt mir mal Bescheid. Bringt ja so viel jetzt. Okay, da sind Flammen. Mit der habe ich mich aber schon abgegeben. Naja, bei der habe ich gekauft. So, hier heilen wir uns mal. Den Schlüssel benutze ich einfach nur, um hier den Weg runter zu kriegen. Da ist Blut. Heiligtum des Blutes. Dann kann ich hier runter und kann hier runter. Es ist wirklich nirgendwo ein Heiligtum der Flucht. Nix ist mit Fliegen. Oh, Moment, hier kann ich jetzt aber noch die Kohle mir absahen. Och, renn doch nicht weg. Da kriegst du am Ende nur Schaden. Und dann stirbst du mir noch. Und dann war's das mit dem Juwel für mich. Ich will aber das Juwel, weißt du? Komm, komm, los, gib mir das Juwel. Wo ist das Juwel? Jawohl, genau, genau so. Ach, nicht runterstürzen dich. Tu es nicht, das Leben ist... Ach so, er hat mir schon alle seine Juwelen gegeben. Ja gut, dann kannst du jetzt sterben. Pff, dann interessierst du mich kein Stück mehr. Okay, Leute. Tatsache, keine Gegner mehr, kein Fluchtding mehr. Und wir sind am untersten Bodensatz der Gesellschaft angekommen. Oh mein Gott, ich bin echt gespannt. Ich war noch nie hier. Ach, du grüne Neune. Heiligtum der Flammen. Und wir sind in der 10. Ebene. Kann ich das Achievement kriegen, dass ich wirklich in einem Run bis ganz nach unten komme? Uah, was war denn das? Ach, die Blöcke mit den Totenköpfen fallen? Wie fies. So, du stirbst. Heiligtum der Gesundheit. Oh, da unten sind diese fiesen Blöcke. Oh, die Blöcke hasse ich auch. Das sind Blöcke. Das sind so Stachelblöcke, die kenne ich halt auf einer anderen Ebene oder habe ich auf einer anderen Ebene schon erlebt. Oh, guck mal, schon wieder ein NPC. Spike Floater. Oh, das ist der Dicke da. Der will, dass ich den Spike Floater töte. Huh. Bist mir ein Witzbold. Wenn ich jetzt da in die Nähe von diesem Spike Floater komme, wohl vielleicht. Jawoll! Haben wir den doch getötet. Gibt Money für mich. Money in the Bank. Aber ich habe so ein Alarmding auf jeden Fall dadurch nicht ausgelöst. Weniger Erfahrungspunkte und so, ne? Aber gut, ich glaube, damit kann ich leben. Ausnahmsweise. So, da drüben ist schon wieder ein Rabe nimmersatt. Was ist das wieder für ein Rabe? Oh. Der war auf Speed, glaube ich. Der wollte so richtig schnell mich töten. Aber ich bin diesem blöden Raben entkommen. Aua. Naja, dem nicht so ganz. So. Zack. Uah. Was war das denn? Was ist denn da gerade explodiert? Ich verstehe es nicht. Na gut. Sei es drum, dass ich es nicht verstehe. Damit kann ich auch leben. Hoffe ich, denke ich. Vielleicht. Au. Oh, die dodgen. Sind das Ninja-Zombies, die dodgen können? Ninja-Zombies auf Dodge? Auf Notch? Das ist Notch Privatarmee, jetzt wissen wir es. So, komm, du stirbst. Du darfst auch mal... Hallo? Na? Na? Danke. Oh, verdammt. Zack. Hätte ich vielleicht noch nicht aktivieren sollen, bis ich nicht wusste, dass der tot ist. So, und jetzt... Ich hier auch einmal drüben töten und ja, nicht dodgen. Dodgen ist nicht nett. So, hier haben wir jetzt mal Edelsteine. Ich will noch Money. Oh, sind das viele. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ich will meine Bolzen halt echt für den letzten Endboss, also ne, für den Endboss hier unten aufsparen und den nicht nicht vorher verschwenden. Ah, Hilfe. Na, komm, 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 komm. Danke. Ey. So.
So, ah, zu viel Schaden. Das war nicht gut. So, dich kann ich mal befreien. Du hilfst mir ja. So, ja. Auf euch gehe ich jetzt auch los. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Stirb doch. Juhu, Level up. Au. Ich dachte, du bekämpfst die. So, Magic Blades. Beschwert drei magische Schwerter, welche um deinen Helden rotieren. Cool. Das gefällt mir. Das klingt gut auf jeden Fall. Drei magische Schwerter und so. Und vor allem das Rotieren. Das Rotieren. Meine Güte, was ich mit dem Rotieren alles machen kann. Au. Wenn ihr wüsstet, was ich mit dem Rotieren alles machen kann. Ach, das war vergeudet. Weil hier war sowieso nichts mehr im Leben, wo ich es hätte verbrauchen können für. So. Dann befreien wir dich mal, lösen hier den Alarm aus. Ah, komm schon. Na, du Schattenviech. Du mieses Schattenviech. Also ich muss echt sagen, ich bin ein bisschen jetzt enttäuscht von dem, was hier ist. Grafik toll. Also kann ich mit leben. Finde ich halt jetzt nicht so schlecht, ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es halt Leute gibt, die da mehr was zu nörgeln haben als ich. Ich finde die Grafik toll. Sound ist halt so, naja, lala. Für den Preis, also wenn man es beim Sale oder so mal sich holt, dann kann man sich das schon, finde ich, mal gönnen. Auf jeden Fall. So, deine Hilfe hole ich mir aber nicht. Paladin, kannst du knicken. So, du bleibst schön hier, bis du mir dein Juwel gegeben hast. Und auf jeden Fall ein kleines schmuckes Indie-Spiel mal wieder. So für zwischendurch. Es ist jetzt sicherlich kein Überburner. Also auch hier selbst in Kreisen der Indie-Spiele gibt es Spiele, die wahrscheinlich nochmal einen Ticken besser sind. Aber es hält einen auf jeden Fall bei der Stange, macht Laune, man fühlt sich hinterher unterhalten. Also von daher habe ich jetzt nicht so den krassen Punkt, dass ich da irgendwie mega kritisch jetzt irgendwie sagen würde, boah, nee, holt euch das bloß nicht, das ist voll der Betrug, Mist, Gedönse. Nö, das ist eigentlich schon auf jeden Fall was echt Feines. Und macht mega Laune. Ich fände es jetzt nur sehr witzig, dass ich es jetzt on-air einfach mal auf Anhieb durchspiele. Nachdem ich, wie gesagt, es ja noch vorher noch nie durchgespielt habe. Und jetzt direkt mit dem Achievement des Durchspiels scheinbar hinkriege. Das wäre schon sehr witzig jetzt. Komm, stirb, jawohl, du stirbst auch. So, muss ich den da jetzt... Okay. So. Du kannst du nicht mal verrecken? Danke. Schon wieder ein Schlüssel. Ich hab ja nicht genug, ne? Okay. Und zack. Oh, das gab wieder ein Level up, glaube ich. Jawohl. Welches Level bin ich denn? 86 bin ich. Ach du heiliges Kanonenrohr. So, noch ein paar schon mehr Schlüssel. Ich hab ja nicht genug, ne? Das haben wir ja gerade schon festgestellt. Wuhu. Sag mal, wann ist denn hier Ende? Hat das denn überhaupt ein Ende? Das ist der längste Kellerfall überhaupt. Oh, 25% des Schadens an Gegner zurückgeben. Das ist auch eine schöne Fähigkeit. Die macht mir später in den weiteren Durchläufen definitiv noch einiges an Freude. Ich habe auf jeden Fall vor, das Spiel wahrscheinlich noch ein paar Mal durchzuspielen. Alle Achievements werde ich hier wahrscheinlich nicht kriegen. Glaube ich eher nicht. Aus dem einfachen Grund, dass ich, dass einige Achievements, finde ich, auch sehr schwer zu kriegen sind. Oder aktuell das Gefühl habe, dass sie sehr schwer sind. Zum Beispiel so Sachen wie drei Ebenen komplett pazifistisch durchzurennen. Was? Ach so, ja gut. Da unten könnte ich jetzt auch mich vorbeischummeln, indem ich nicht diesen Boss hier besiege. Was? Was? Wieso werden das mehr?
Oh, endlich. Okay. Das heißt, wir sind hier jetzt in der letzten Phase. Ist jetzt nur noch der eine. Jawoll. Huhuhuhu. Meine Güte. Okay. Bis. Oh, ich hatte nicht erwartet, dass du es soweit schaffen wirst. Danke, dass ich den Text lesen darf. Oh, das ist der finale Bosskampf. I see. Ah, Mist. Wiss. Okay, okay. Sag mir die Wahrheit über die Existenz. Wer sind wir? Warum leben wir? Wofür existieren wir? Hätte ich gewusst, dass ich meine Bolzen nicht verbrauchen sollte? Ach du. Wiss. Okay, ich habe ihn runterfallen lassen scheinbar. Viele Abenteurer haben beim Versuch, diesen Platz zu finden, ihr Leben verloren und jetzt kennen alle ironischerweise die Wahrheit. Okay. Ey, der haut mich immer. Der hat immer den First Strike. Wieso hat er immer den First Strike? Und wieso hat er jetzt Hilfe? Mag ich nicht. Okay. Was? Ich kann die Wahrheit in einem Wort zusammenfassen. Vergessen, es gibt nichts nach dem Tod. Gar nichts. Nichts als Dunkelheit und Leere. Schön. Finde ich nett. Sag mal, wie viele Auserwählte gibt es denn letztendlich noch? Okay, das ist scheinbar der Boden, der nicht mehr kaputt gemacht werden kann. Okay, okay. Die Kraft der Allerheiligsten gewährt einen einzigen Paar schwerer Unsterblichkeit und das bin ich. Niemand sonst hat Anspruch darauf. Schön für dich, Jung. Ich habe aber Anspruch darauf. Omnischlag, was? Wieso hat er mich getroffen? Ich glaube, ich spinne. Hilfe! So, hoho, hoho. Warum willst du nicht sterben? Du kannst mich nicht besiegen. Ich werde von den Kräften des Allerheiligsten beschützt. Okay, okay. Das ist mir doch wurscht, welche Kräfte dich beschützen. Dich beschützt niemand vor mir. Au, 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 au. Komm, komm, fall runter. Stirb, stirb da unten. Kriege Schaden und sterbe. Sehr schön. Haha. Okay, Licht, Leben verlassen. Das denkst aber auch nur du, oder wie? Ich werde deinen Tod so langsam und schmerzhaft wie möglich machen, glaube ich, wollte der. Au, 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 au. Oh, das wird tatsächlich immer härter, ne? Oh, 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 Schutzgebiet. Schutzgebiet, nicht gut, nicht gut. Schutzgebiet ist eine Fähigkeit, die ich inzwischen auch haben kann. Die ich mir auch inzwischen freigekauft habe. Huh, es gibt kein Paradies, kein wunderschönes Jenseits. Jeder, der gefallen ist, nun vergessen und niemand kennt mehr ihre Namen. Hallo, wie lange brauchst du noch, um endlich zu sterben? Ich würde mich freuen, wenn du verrecken könntest. Danke. Uah, Hilfe. Oh, 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 der ist ja immer fieser. Komm. Yeah, der legt diese Bomben. Der legt diese feurige Falle. Okay. Das ging jetzt schnell. Ja, und hier sehen wir, Witchwein könnten wir jetzt nochmal nehmen. Mache ich aber nicht. Ich nehme Winddrift und werde jetzt nur mal ganz fix einkaufen. Ich hätte mehr Leben gebraucht. Gott, eben eindeutig hätte ich mehr Leben gebraucht. Aber ich hatte ja kein Leben mehr. Ach, Schweinerei. Na gut. Kann ich hier noch Coins kaufen? Nein, kann ich nicht. Was ist denn hier? Oh, New Game Plus gibt es auch noch. Ach, du grüne Leute. So, genug eingekauft. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Take a Look, was ein bisschen sehr viel Überlänge gewonnen hat. Das ist ja jetzt schon fast wie ein kleines eigenes Let's Play geworden. Ja gut, schaue ich mal, wie und was ich draus mache. Vielleicht mache ich wirklich so ein fettes Special draus. Einfach ganz langes Let's Take a Look. Auf jeden Fall für mich eine Empfehlung wert. Ein ganz witzig, interessantes Spiel, was, wie man sieht, ähnlich wie bei zum Beispiel Dust, mir nicht wirklich die Chance gibt zu reden, sondern man muss sich schon wirklich ein bisschen drauf konzentrieren. Und man muss, oder man gewöhnt sich sehr schnell auch daran, an dieses Spiel, an diese interessante Idee, auch von oben nach unten sich so zu arbeiten. Auf jeden Fall
ein witziges Ding. Und an der Stelle würde ich einfach mal sagen, Cheerio, the King has left the building.